Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp des Tages. Ja, am deutschen Aktienmarkt hat man heute eine kleine Erholung versucht. Es ist beim Versuch geblieben. Wir sind schon wieder unter der Marke von 12.200 Punkten. Handelskrieg, Türkei-Krise, Yuan-Schock, wie Sie es wollen. Bayer natürlich belastet die Märkte und so kommen wir nicht richtig nach vorne. Ein Unternehmen, das richtig schlecht ausschaut, ist im Moment hoch-tief. Sie haben das grausame Unglück in Italien mitbekommen. Hier ist hoch-tief mit dem italienischen Autobahnbetreiber eben verstrickt und das hat die Aktie massiv belastet. Wir sehen es hier eingeblendet, die 200-Tage-Linie wurde nach unten gebrochen. Jetzt haben wir Luft. Wir sehen es hier leider nicht im Linienchart, aber hier ist noch ein Gap offen bei 136 Euro. Und wenn diese untere Kante dieses Gaps, was wir hier aufgerissen hatten, nicht eben als Unterstützung dient, dann sind hier auch noch Kurse im Bereich von 128, 129 Euro durchaus möglich, zumal eben der Gesamtmarkt jetzt auch nicht unterstützt und wir eher mit fallenden Kursen und schlechten Stimmungen zu kämpfen haben. Ja, eine Short-Spekulation ist eben nur über ein Derivat möglich. Hier eine Alternative, ein Hochtief-Faktor Long unseres Produktpartners Morgan Stanley. MF1HXC ist die WKN. Kurs 4,42, Faktor 3. Ich habe es gesagt, 129 wäre so ein Ziel, das wir anlaufen könnten. Das sind 10% nochmal vom aktuellen Niveau. Entsprechend sehe ich hier Möglichkeit eines Kursanstiegs auf 5,50 bis 6 Euro. Den Stoppkurs, den würde ich im Bereich 3,80 Euro platzieren, um eben gegen Verluste gefeit zu sein. Das war's schon wieder. Viel Erfolg beim Traden. Wir sehen uns morgen nochmal. Bis dahin.